Die Szene München wird Ihnen präsentiert vom Citroën C4 Cactus und den Citroën Niederlassungen München. Citroën. Kreativtechnologie. Jahre in 30 Tagen. Radio Gong 96.3 feiert einen Monat lang Jubiläum und nimmt die Hörer mit auf eine Zeitreise. Am Sonntag ab 18 Uhr in der Chartshow mit Mike Thiel, das Jahr 1990. An den Beginn der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts haben Bully & Rick, Matze Knob, Kai Böcking, Michael Mittermeier und Schorsch Stingler ganz besondere Erinnerungen. 1990 dachte ich werde auf der Filmhochschule München angenommen. Das war aber nicht der Fall. Also ich, die haben mich nicht genommen. Und dann kam eine große Zäsur 1990, weil da gab es dann schon MTV und Viva. Und das heißt, wir merkten dann mit der Formel 1 schon, die Luft wird ein bisschen dünner. Einmal die Woche gekürzte Videos zeigen und eine Hitparade machen, funktioniert nicht mehr so gut. Es gab einfach andere Möglichkeiten, sich die Videos öfter, länger, 24 Stunden anzugucken. Und da beschlossen die Macher, mich durch die Welt zu schicken, also aus der Formel 1 so eine Art Magazin zu machen, raus aus dem Studio. Und das war sicherlich auch eine Zäsur in meinem Leben, weil ich dann als Anfang 20-Jähriger fast 200 Tage durch die Welt gereist bin. Also wir haben die 40 Sendungen, die es immer gab von der Formel 1, dann aus, ich glaube, 25 verschiedenen Ländern gemacht. Also ich bin nach Florida geflogen, Disney World, ich bin nach Ägypten zum Tauchen geflogen, ich bin, nach Japan geflogen. Und das war für mich als Mensch und entwicklungsmäßig ein ganz wichtiges Jahr, weil ich da so meine Reiselust entdeckt habe, die sich dann irgendwie hinterher auch in ganz vielen Fernsehformaten niedergeschlagen hat, was ich heute noch mache als Moderator und als Journalist. Das Wichtigste, 1990 habe ich meine heute noch Frau kennengelernt, damals Freundin. Wir haben heuer 25-Jähriges, also was schon auch. Also und es ist immer noch schön und deswegen also war 90 natürlich für mich ein Jahr, das werde ich natürlich nie vergessen. Das war schon ein wichtiges Jahr. Hab dann gelernt, dass man natürlich viel zu Hause zurücklässt, ja, an Familien und Freunden, wenn man so viel unterwegs ist. Jetzt war ich ja Fotograf und wollte eigentlich Filme machen und dann hat das aber nicht geklappt. Also machst du was mit Ton, also nicht mit keine Tonfiguren oder so, sondern also was mit Audio. Und habe eine Firma gegründet für Anrufbeantwortertexte und habe dann ein Studio gemietet. Das konnte ich gerade noch so bezahlen, aber die Sprecher waren unbezahlbar. Und da ich wusste, dass Rick eine gute Stimme hat und für 20 Mark eigentlich alles spricht, habe ich ihn angerufen. So war das. Werde ich nie vergessen, es war wirklich ein Sonntagnachmittag. Da saß ich bei meiner Oma bei Kaffee und Kuchen. Dann rief der an und sagte, Rick, ich habe ein Tonstudio gemietet in Schwabing und ich würde mich freuen, wenn du kurz der Produktion beiwohnst. So habe ich es nicht gesagt. Aber es kam so für mich rüber. Ich habe kein Wort verstanden. Tonstudio, Produktion, ich war damals 19. Das waren Fremdworte. Aber als loyaler Freund, Kaffee und Kuchen schnell runtergewürgt und dann... Ich habe gesagt, bei uns gibt es auch Kaffee und Kuchen. Ich glaube, ja. Das war das ausschlaggebende Argument. Ja. Bei ihm ist der Kuchen immer ohne Rosinen. Meine Großmutter hat richtig schöne Rosinen reingegeben. Ich mag Rosinen. Also das Jahr 1990 war insofern für mein Leben ganz entscheidend, weil Gerd Rubenbauer das Endspiel der Fußball-WM kommentiert hat und ich da natürlich diese Gerd Rubenbauer-Parodie eigentlich für mich so richtig entdeckt habe. Weil da habe ich natürlich vom Fernseher gesessen, wie wir alle, und hörte dann jetzt an die Breme, meine sehr verehrten Damen und Herren, gegen den Elfmeter-Töter Goyko Cea. Breme läuft an, Schuss, Tor, 1:0 für Deutschland, wir sind Weltmeister. Das war so ein bisschen der Start. Natürlich habe ich auch Boris Becker, Bobs, Helmut Kohl parodiert. Aber auf jeden Fall bin ich am Sonntagnachmittag hingefahren und dann ging es los. Also ich meine, anders war es doch nicht, oder? Nee, und dann haben wir die ersten Texte aufgenommen und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Rick hat du hast den Rubenbauer gemacht unter anderem. Ja, du hast den Rubenbauer eigentlich so in mir erweckt, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch nie in meinem Leben vor einem Mikro gestanden, geschweige denn im Tonstudio bei einer Produktion. Ich hatte wirklich von nichts eine Ahnung, aber irgendwann, weil ich glaube, du hast Boris Becker gemacht, deinem Kumpel. Ah ja, es war relativ einfach. Man muss einfach nur sagen, Bobs ist nicht da, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton und irgendwie sowas. Und du hast eigentlich nur immer gesagt, Möglichkeit. Genau. Und dann kam eben Rubenbauer als einer der ersten. Möglichkeit. Und Beckenbauer kam erst viel später. Beckenbauer habe ich dann irgendwann, glaube ich, so, ich habe vielleicht schon mal rumprobiert, so 95 oder so würde ich mal schätzen. Aber Durchbruch war wirklich 2006. Aber 90 war auch schon für diese Parodieschiene, war das schon. Und für meine Reporterkarriere, habe ich ja beim Radio später auch gemacht, war das schon ganz elementar. Möglichkeit, aber das, dieses Möglichkeit, das musste erstmal aus mir raus. Ah, oh, und dann Willy Brandt konntest du noch. Ja, das geht so. Ja.
Und den Reich Renitzky. Das ist korrekt. Aber das kann, das, ach Gott. Und dann gab es noch den, na gut, endlich völlig klar, ich bin der Käse, ich bin nicht da. Gab es den damals auch schon? Ja, ja. 1990, Freunde, die Mauer war gerade unten. Ich konnte meinen Nachbarn sehen. Nachdem wir diese Anrufbeantwortertexte produziert haben, wurde das so als Marktlücke aufgefasst. Darüber war ich sehr, sehr froh, aber Geld hat man damit keins verdient. Aber es gab Artikel in der Zeitung, Berichte, die jungen Unternehmer aus München mit ihren Ansagetexten revolutionieren das ganze Geschäft. So. Und dann kam ein Anruf von Radio Gong von einer sehr netten Redakteurin, die hat den Artikel gelesen und meinte, wollt ihr nicht mal in die Sonntagsnachmittagssendung kommen? Wir haben heute alles ausprobiert und unter anderem die Rubrik ausgefallene Berufe. Und dann hat man halt über gesagt, Mensch, da gibt es einen, der bespricht Anrufbeantworter. Da haben wir gesagt, der muss ja nicht ganz sauber sein oder kann man davon leben oder wie auch immer. Und dann kam der Bulli zu uns und hat die Geschichten erzählt. Und du hast halt in dem Moment schon gemerkt, ja, spinnst du, was der alles drauf hat, wen der imitieren kann, was der für Ideen hat. Also das war so ein Sparifankerl, wo du gesagt hast, hey, und in der Phase, wo wir haben ja gelächzt nach Kreativität. Es war ja alles möglich. Wenn du eine Idee hattest, bist ins Studio gegangen, hast ausprobiert, hast gemacht, getan. Also das war großartig. Und das war sozusagen mein erster Auftritt bei Radio Gong am Sonntagnachmittag. Und das war eigentlich recht lustig, weil ich dort sozusagen auch über diese Texte und diese Stimmen gesprochen habe und wir haben ein bisschen was imitiert. Und dann kam ein paar Wochen später der Anruf, wollte nicht auch was für die Morgenshow machen. Und irgendwann entstanden die Bayern-Cops daraus. Mit Ignaz Huber, ISO 3 und Franz Schweiger, ebenfalls ISO 3. Kopfbedeckung auf. Du wusstest ja noch gar nicht, ob das funktioniert, ob das draußen ankommt, ob man das in Bahnen lenken kann. Es gibt ja viele Menschen, die gute Ideen haben. Meistens ist dann nach der 5. Folge oder nach der 10. Folge ist die Idee weg und es gibt nichts Neues. Und das war ja erst nur der Anfang. Prägendes Jahr auf jeden Fall, das 1990.